Hi, meine Lieben. Ich habe, glaube ich, jetzt schon ungefähr 34 Mal angefangen, dieses Video zu drehen. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe meine Favoriten, ich habe ja schon wirklich lange keine Favoriten mehr gemacht. Und ja, ich wollte euch ganz gerne mal ein paar Sachen zeigen. Es sind ein paar Sachen, die ihr kennt, aber das meiste dürftet ihr eigentlich nicht kennen. Also eine Sache fällt natürlich weg, und zwar Mascara benutze ich momentan nicht. Also ich hatte euch ja gezeigt, diese. Theoretisch könnte ich jetzt für die unteren jede Mascara nehmen. Es ist einfach jetzt diese billige von Essence. Das heißt, die billige, die habe ich ja immer genommen, die von Essence, die Multi-Action. Aber das ist jetzt die grüne, glaube ich. Einfach weil die ein kleineres Bürstchen hat. Also Mascara fällt weg. Fangen wir mal an mit Abdeckstift. Und zwar ist das der von Rebel de Loup. Die 01. Der ganz normale. Leider ist der Deckel natürlich auch weg. Mir ist gerade ein Stück davon abgebrochen, blöderweise. Werde ich mir morgen neu kaufen müssen. Aber das ist jetzt schon mein vierter oder fünfter. Und ich bin total begeistert und zufrieden mit ihm. Ich brauche keinen anderen. Ich bin damit total zufrieden und ich werde mir den nachkaufen. Ja. Wie ihr seht, also der deckt jetzt nicht super krass ab. Also ich gehe damit immer auch so ein bisschen auf die Pickelchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie. Ja, da mit so einer dicken Camouflage drauf gehen möchte oder so. Mein Gott, ich habe halt Pickel und da wird schon keiner blind von werden. Und wem es nicht passt, der soll eigentlich hingucken. Als nächstes mein Deo, das habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist mein Garnier Ultra Dry. Das riecht total gut. Und ja, kann ich euch total ans Herz legen. Im Winter schwitzt man ja eh nicht so stark, aber das ist echt schön. Das hat einen schönen, angenehmen, frischen Geruch und. Wenn ihr, also ich habe es gerade schon drauf gemacht, wenn ihr zu viel drauf macht, dann dauert es ein bisschen, bis es einzieht, aber es hinterlässt nicht so krasse Rückstände auf schwarzen Klamotten und es ist halt, ja, es fühlt sich halt schön frisch an. Ich mag es einfach. Und im Winter schwitzt man ja eh nicht so stark. Dann das Puder, das kennt ihr auch schon. Das ist ja, benutze ich schon seit Jahren. Manhattan Clear Face 2-in-1 Powder Make-up, das ist dieses hier. Die haben einfach nur die Verpackung geändert, aber so, es ist einfach mein liebstes Puder. Ich weiß nicht, ich habe zwischendurch dann auch mal wieder was anderes getestet und auch MAC und bla bla. Ich komme immer wieder zu diesem Puder zurück. Ich weiß nicht wieso. Und ich fand es super lieb, dass Manhattan mich angeschrieben hat und mir gesagt hat, dass die das Design ändern. Anscheinend haben die schon mitgekriegt, dass ich dieses Puder sehr, sehr gerne benutze. Ja, dann Prongsa. Meine liebsten Prongsa sind einmal, das kennt ihr auch schon, der Bahama Mama von The Balm. The Balm. Was ist hier mit dieser Haarsträhne los? Hey. Dann, den hatte ich auch schon von Elf, habe ich auch schon mal gezeigt. Healthy Glow Bronzing Powder. So sieht er aus. Ach, ich kann euch die ja mal swatchen. Also einmal der Bahama Mama. Gut, die Lichtverhältnisse sind total grottig, ich weiß. Aber ich komme einfach im Moment nicht dazu, tagsüber Videos zu drehen. Es tut mir leid. Und ja, so sieht der Bahama Mama aus. Der ist schön erdig. Also der hat nicht so einen krassen Orangeton oder so. Dann von Elf. Der kostet 79 Cent. Also bitte, Elf, das müsst ihr einfach mal bei Google Elf Kosmetik eingeben und dann. Ja, 9, ich glaube, oder 1,79? Nein, ich glaube 1,79. Sorry, ich wollte jetzt nicht lügen. 1,79, aber das ist die Nuance Matt Bronze. Und den swatche ich euch mal daneben. Das ist jetzt dieser hier. Er ist ein Tick rötlicher, aber jetzt unwesentlich. Es ist nicht so, dass er so dieses krasse Orange hat, was Drogeriebronzer oft haben. Er ist auch sehr, sehr schön und für 1,79 kann ich mich da nicht beschweren. Also jetzt so in der Kamera sieht man den Unterschied eigentlich mehr als jetzt so in Natura. Weil schön verblendet sieht auch der von Elf total schön aus. So. Und was ich neu für mich entdeckt habe, absolut große Liebe. Und ich hoffe, dass das keine LE war oder dass MAC das nicht aus dem Sortiment nimmt. Und zwar ist es das, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist die Sculpting Cream in Coffee Walnut. Das ist einfach so eine, das ist eigentlich sowas wie ein Creme Rouge, aber in Braun. Und ich liebe das, um zu konturieren. Zack, zack, die Wangenknochen. Und ich liebe das einfach. Das, wie gesagt, das ist die Farbe Coffee Walnut. Ich war mit meiner Freundin shoppen, als ich das gekauft habe. Und sie hat gesagt, das sieht aus wie Dünnschiss. Aber hat sie auch ein bisschen recht, muss ich sagen. Es ist wirklich so ein bisschen wie Durchfall. Aber im Gesicht natürlich nicht. Also, es hat mich jetzt, das ist jetzt noch keiner angesprochen, sondern halt so Durchfall im Gesicht. Es ist einfach eine wunderschöne, absolut
rotstichfreie Farbe und zum Konturieren einfach genial. Ich kann mir das leider nicht ins ganze Gesicht schmieren, weil ich schätze, dass ich davon dann doch arge Pickel bekommen würde, weil das halt von so cremigen Substanzen kriege ich halt nur mal schnell Pickel. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich liebe die Farbe. Ich kann euch das mal swatchen. Ach so, der ist teuer. Der Bahama Mama kostet übrigens so 20 Euro, glaube ich, oder 15 Euro. Hier. Das ist jetzt dieses Sculpting Cream. Und lasst es bitte nicht auf der Fensterbank über der Heizung liegen, weil das schmilzt. Das ist mir schon fast weggeschmolzen. Ja, also ich benutze das sehr aktiv, wie man sieht. Liebe ich, wirklich große, große Liebe. Und ich hoffe, dass MAC das nicht aus dem Sortiment nimmt, weil ich es einfach immer wieder kaufen möchte und einfach toll finde, um zu konturieren. Dann bin ich ja ab und zu so alle 4 Wochen mal für eine halbe Stunde auf dem Highlighter-Trip und benutze dann Highlighter, aber wirklich, also noch nicht mal alle 4 Wochen. Ich habe mir diesen Highlighter, wann habe ich mir, ich muss den mal eben sauber machen hier. Ich habe mir diesen Highlighter, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so gekauft oder als diese ganze Studio Line oder wie das da heißt, Prime and Fine von Catrice, dieses etwas schickere, etwas teurere von Catrice, als das auf den Markt gekommen ist, wann war das, vor einem halben Jahr, habe ich mir diesen Highlighter geholt. Ich muss ganz ehrlich sagen, unter Highlighter verstehe ich aber schon etwas mit mehr Glanz. Warte, ich mache das jetzt mal komplett auf einer Stelle so ganz grob. Und das glänzt schon sehr wenig. Also eigentlich verstehe ich hier jetzt. Unter Highlighter verstehe ich jetzt etwas, was irgendwie dann doch für mehr Glanz sorgt. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, seid ihr damit zufrieden? Also es wird auf gar keinen Fall diesen speckschwarzen Glanz machen. Da braucht ihr keine Sorge machen. Keine Sorgen euch machen, weil euer Gesicht nicht fettig aussehen wird oder sonst was. Aber ich muss echt sagen, so ein bisschen mehr Schimmer wäre nicht schlecht. Naja, kostet jedenfalls knapp 5 Euro, glaube ich. Und mache es jetzt nicht irgendwie. Also es ist jetzt nicht ein krasser Favorit, aber es ist halt der einzige Highlighter, den ich habe. Und deshalb zeige ich das jetzt einfach, dass ich das einmal in 5 Monaten benutze, wenn ich Lust auf Highlighter habe. Aber generell mag ich das Gesicht ja doch eher matt. Als nächstes Bronzer hatte ich jetzt gezeigt. Achso, fürs Gesicht noch. Genau, ich mache das ja immer so. Ihr kennt das ja schon. Facebook, sorry. Im Gesicht erst mein Puder und dann Bronzer drüber. Für diejenigen, die noch fragen, wie ich das mache. Hatte ich aber auch schon mehrere Foundation-Routinen gezeigt, also gedreht und da sieht man das. Und das hat sich auch nicht groß geändert bei mir. Außer, dass ich jetzt halt das noch zum Konturieren verwende. Dann habe ich mir geholt diese beiden Sachen hier. Das ist, sieht man das? Das ist das Weiße und das ist das Rosane. Und zwar sind das, so, das wollte ich sagen, Make-up-Bases, also Gesichtsbases. Einmal die Perfect Pay, oh Gott, ey. Perfect Face All Control Base. Oh, ich werde es nie lernen, sorry, ich weiß, mein Englisch ist grottig. Perfect Face Make-up Base ist diese hier und das ist die All Control Base. So, ich lese euch mal kurz vor, was die Rosane kann. Gleicht kleine Unebenheiten aus, verlängert Make-up-Haltbarkeit. Und das hier ist absorbiert überschüssigen Talg, kaschiert Unebenheiten, 100% Öl- und Parfümfrei. Ich benutze die beide sehr gerne. Die Rosane mag ich fast noch lieber. Die hat zwar selber an sich so einen leichten Schimmer. Ich mag das ja überhaupt so nicht, wenn das Gesicht so schimmert, aber das sieht man eigentlich nicht. Das macht es nur so ein bisschen frischer aussehen hier. Also es ist jetzt nicht so, dass sie aussieht wie Funke-Mariechen im Gesicht oder so, sondern es ist einfach so ein ganz dezentes Strahlen einfach. Finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, da ich ja eh noch Puder drüber mache. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern das die Make-up-Haltbarkeit verlängert. Vielleicht ist das bei flüssigem Make-up was anderes, aber ich puder ja einfach nur und ich weiß nicht. Weiß jetzt nicht, ob es wirklich die Make-up-Haltbarkeit verlängert. Ich will jetzt auch nicht irgendwie einen Quatsch erzählen. Aber es fühlt sich einfach schön an. Also ich habe einfach das Gefühl, also ich mag einfach das Finish dann. Also letztendlich so das Gesamtergebnis. Und das hier ist halt kaschiert Unebenheiten. Also das ist jetzt weiße. Finde ich nicht, dass das Unebenheit, weil ich habe halt grobe Poren und so. Das macht es nicht. 100% Öl- und Parfümfrei finde ich gut. Also das hier ist einfach eher wie so ein frische Kick.
absorbiert überschüssigen Teig. Also ich habe nicht mehr so das krasse Problem mit dem Glänzen. Sieht jetzt im Video anders aus, ich weiß, aber ich fahre inzwischen ganz gut mit diesem Puder und mit meiner Waschcreme und so. Also irgendwie hat sich das so ein bisschen, vielleicht wird das im Sommer wieder anders, aber ich habe halt nicht mehr das Problem, dass ich ganz so stark glänze. Vielleicht stört es mich auch einfach nicht mehr so sehr wie früher. Früher fand ich das ganz ätzend. Sobald ich ein bisschen geglänzt habe, hätte ich einen Wutanfall bekommen können. Naja, jedenfalls hier sind auch die Deckel weg. Wie sollte es auch anders sein? Jedenfalls habe ich das gekauft und das ist einfach, finde ich, wie so ein Feuchtigkeitskick, so ein bisschen. Und manchmal mische ich mir beide zusammen oder benutze nur die oder nur die, aber meistens mische ich mir die zusammen. Und ich finde die beide gut und würde mir die auch nachkaufen. Und ja, die ist so ein bisschen fester von Konsistenz, die Rosanne, so ein bisschen klebriger. Die ist wirklich einfach nur wie so eine Tagescreme. Die soll einfach so ein bisschen einen matten Teint zaubern und so ein bisschen kaschieren und ja, weiß ich nicht. Das kann man vielleicht, wenn man so eine ganz feine Haut hat, die wirklich eigentlich schon perfekt ist, um das nochmal das i-Tüpfelchen. Aber wenn ihr sowieso eine grobe Haut habt oder so Unreinheiten wie ich, dann wird so eine Creme auch nicht viel reißen. Oh, jetzt habe ich wieder diese. Das zeige ich euch gleich noch. Kommen wir jetzt direkt zu. Ich habe zwei neue Lieblingslippenstifte. Einmal der Alverde. Nummer 26, hatte ich ja euch schon gezeigt. Der ist toll. Nee, komme ich gleich noch zu. Der ist super. Kann ich nichts groß zu sagen. Aber riechen tut er halt nach Oma. Riechen tut er echt nicht so geil. Dann habe ich mir noch bei Red Rocks Cosmetics oder wie auch immer das heißt, in der Tiergalerie von Beauty UK diesen Lippenstift gekauft. Das ist Chelsea, heißt der. Geruch ist richtig eklig. Richtig beißend. So als wäre der schon seit 100 Jahren abgestanden mit ein bisschen Teebaumöl gemischt. Stört mich aber nicht. Ich bin echt nicht empfindlich, wenn es um so Produkte auf den Lippen geht, wenn die nicht ganz so toll riechen oder schmecken. Was mich aber an dem stört, den habe ich drauf und guckt nur. Das habe ich bei dem hier zum Beispiel gar nicht. Das habe ich bei dem von Sanssouci, meinem Geliebten, den es leider nicht mehr gibt. Und von Rituals, den. Alles Begriffe, die ich nicht aussprechen kann. Alles Namen, die ich nicht aussprechen kann. Warum heißen die Firmen nicht einfach Otto und Sven und was weiß ich? Warum haben die so doofe Namen? Alverde, das kann man schön aussprechen. Aber darum geht's nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und guckt mal, das sind immer diese weißen Ränder. Und das macht dieser hier. Und der ist eigentlich so an sich, fühlt er sich überhaupt nicht so trocken an. Also der ist ein richtig schönes Nude. Ja, man sieht es natürlich nicht. Aber doch, so sieht man es ein bisschen, ne? Hier, da. Aber ja, er ist schon ein bisschen austrocknend. Das ist aber nicht ganz so schlimm wie bei dem Mist von MAC zum Beispiel. Aber diese Ränder hier, das sieht so scheiße aus. Richtig eklig. Oh, ich hasse das. Und das macht der Erwerb. Ich mache das mal eben ab. Kann ich mich auch nicht präsentieren hier. Geh ab. Ach so. Auch ein Favorit, wenn ich das schon direkt hier liegen habe. Haut- und Kindercreme von Kaufmann. Oh, sieht die schon schäbig aus. Für die Lippen gibt es nichts Geileres, Leute. Da könnt ihr eure Zahnbürste und euren Honig und euer Blistex und alles wegpacken. Also Zahnbürste, man sagt ja, man soll mal mit der Zahnbürste so ein bisschen die Lippen abreiben und dann mit Honig drüber. Das könnt ihr alles knicken. Blistex, Carmex, wie das alles heißt. Das ist alles nichts im Vergleich dazu. Das ist wirklich für die Lippen das Allerbeste, was es gibt. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr so eine unreine und fettige Haut habt wie ich, wobei ich jetzt nicht so eine krass fettige Haut habe, aber wenn ihr einfach so eine unreine Haut habt wie ich, müsst ihr aufpassen, dass ihr das nicht über die Lippen, also wenn ihr damit auf die Haut kommt, dann kriegt ihr so kleine Pickelchen am Mund. Das habe ich manchmal und das ist ein bisschen doof. Aber die Lippen, die werden so weich und. Das ist einfach nur geil und das ist so saugünstig und das ist einfach mal Paraffinöl. Es ist einfach nur Vaseline mit, ja, es ist natürlich jetzt nicht so inhaltsstoffmäßig das Allerbeste, aber es macht die Lippen einfach super weich. Meine Lippen werden davon total weich. Und jetzt mache ich mal den Alverde drüber, denn davon kriege ich nicht diese komischen Fressecken. Oh, der ist auch super, super schön. Dann, um Puder aufzutragen, liebe ich die Essence Moonlight Pinsel.
Leider hat Essence die mal aus dem Sortiment genommen. Nee, das war ja nur eine LE, glaube ich. Diese Moonlight LE. Und es hieß dann, Essence wollte die ja ins Sortiment aufnehmen, aber haben sie leider nicht gemacht. Davon habe ich jetzt 3 oder 4 Stück. Ich habe mir davon ein paar Backups geholt und das sind einfach die absolut besten Pinsel, um Bronzer aufzutragen. Es gibt, und auch generell Puder, es gibt nichts Besseres. Damit könnt ihr Rouge auftragen, damit könnt ihr Highlighter auftragen, was ich nicht mache. Also kann ich das eigentlich gar nicht beurteilen, aber ich behaupte jetzt einfach mal damit, dass sich damit auch Highlighter gut auftragen lässt. Also ihr könnt damit Rouge auftragen, konturieren könnt ihr damit super. Und halt, der ist so schön weich, aber der hat auch so eine schöne Form. Der ist schön fest, nicht zu weich und nicht zu groß und nicht zu klein. Das ist einfach der perfekte Pinsel. Und ich bin froh, dass ich mir damals mehrere davon gekauft habe. Und die verlieren auch keine Haare. Wollte ich nur euch nochmal zeigen. Falls jemand von euch den in der Ecke irgendwie rumliegen hat und den nicht wirklich beachtet, kramt den nochmal raus. Der ist wirklich gut. Also, das ist wirklich mein absoluter Lieblingspinsel. Da konnte auch noch keiner von MAC mithalten, keiner von Zu Eva, keiner von was weiß ich, welcher Marke. Es gibt von Ebelin einen, der ist ähnlich. Mit diesen weißen Haaren, auch Synthetika, der ist auch ganz gut. Also, das wäre dann so eine Alternative. Der hat hinten noch so einen Foundation-Pinsel dran. Das ist so ein Doppelpinsel. Der ist auch ganz gut, aber trotzdem nicht ganz so gut wie dieser hier. Und dann wollte ich euch noch zwei Sachen zeigen. Mein Augenbrauenstift. Jetzt, wo ich so, also den habe ich auch benutzt, als ich schwarze Haare hatte. Und den benutze ich auch jetzt. Weil also ich persönlich mag es nicht, wenn die Augenbrauen die gleiche Farbe haben wie die Haarfarbe. Man sagt ja, eigentlich sollte man das so machen, aber ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn man schwarze Haare hat und dann so schwarze Augenbrauen. Und ich mag es erst recht nicht, wenn man blonde Haare hat und blonde Augenbrauen. Ich finde, bei blonden Haaren sollten die Augenbrauen immer einen Tacken dunkler sein und bei, habe ich jetzt gerade bei blonden Augen gesagt? Nee, ne? Bei blonden Haaren sollten die Augenbrauen immer einen Tack dunkel, einen Tacken, einen Ticken, eine Nuance dunkler sein, also immer ein bisschen dunkler sein. Und bei ganz dunklen Haaren finde ich es schöner, wenn die Augenbrauen ein bisschen heller sind. Von daher, das ist der Deck with Ashton. Natürlich sind beide Deckel weg, ganz klar. Aber sehr, sehr schön, habe ich jetzt auch schon ganz oft nachgekauft. Und meine Mutter habe ich auch schon angesteckt damit. Sie benutzt den jetzt auch. Sie hat einfach so ein, ja, so diese Standard-Haarfarbe irgendwie, die jederzeit auch hat. So, das ist das. Einmal hier, dieser lange Streifen. Ja, ist einfach ist von Catrice übrigens. Ist ein sehr, sehr schöner Augenbrauenstift und mag ich sehr gerne. Und dann habe ich mir etwas gekauft. Ach so, habe ich übrigens davon, da gibt es übrigens noch eine grüne Base von. Die soll Hautrötungen kaschieren. Habe ich mir aber nicht geholt, weil ich an sowas nicht glaube. Und ich hatte sowas schon mal. Ich hatte schon mal so eine grüne Base und die hat gar nichts ausgeglichen. Aber ich habe mir das aus der gleichen Reihe, Perfect Face von P2, das Finish Powder in Grün gekauft. Meine Kamera gibt das, glaube ich, jetzt nicht so viel. Also, es ist jetzt nicht so ein krasses Grün. Aber es ist jetzt auch nicht weiß wie mein T-Shirt. Es ist schon so ein helles Grün. Vielleicht sieht man das so ein bisschen. Es ist ein helles Grün. Und ich muss sagen, wenn ich mal wieder ein bisschen zu tief in meinen Bronzertopf gegriffen habe und dann doch ein bisschen zu rot im Gesicht bin oder zu orange, dann gehe ich damit drüber und dann gleicht das wirklich ein bisschen aus. Also dann habe ich nicht mehr so dieses BAM! Sie hat 40 Liter Selbstbräuner im Gesicht oder so. Das ist dann nur ein bisschen ausgeglichen und dafür ist er echt super. Also hätte ich nicht gedacht, ich habe es einfach mitgenommen, weil ich immer wieder drauf reinfalle auf sowas und ich hätte aber nicht gedacht, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das sowieso der letzte Schrott ist. Ist es aber nicht. Also das finde ich echt gut. Aber wirklich nur für diesen Zweck. Wenn ihr keinen Bronzer benutzt oder wenn ihr nicht irgendwie super krass immer rot im Gesicht seid. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut ist, wenn man gerne Rouge benutzt und aber auch ganz gerne mal ein bisschen zu viel und um das dann so ein bisschen auszugleichen damit drüber, weil Grün einfach ein bisschen Rot ausgleicht, dass das dafür auch funktioniert. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das so feine rote Äderchen abdeckt oder so. Damit werdet ihr nicht glücklich. Aber ansonsten finde ich das ganz gut. Jetzt habe ich schon wieder so lange gelabert. Ich werde jetzt direkt Schluss machen. Wir sehen uns im nächsten Video und ja. Ciao!